Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Montag hier zum Wochenauftakt. Es grüßt Sie wieder Chris Kämmerer und wir wollen uns zwei Währungspaaren heute zuwenden, nachdem es ja hier längerer Zeit recht ruhig um die saisonalen Setups wurde, hatte ich auch in der vergangenen Woche den Euro gegenüber dem kanadischen, nee, halt den australischen Dollar so rum vorgestellt. Vor dem Hintergrund, dass es hier ja ein mögliches Short-Setup geben könnte. Und wer aufmerksam damals schon zugeschaut hat, der wird auch gesehen haben, dass der Euro gegenüber dem kanadischen Dollar hier ein ähnliches, möglicherweise interessantes Setup vorbereitet. Und genau dies wollen wir uns praktisch heute mal anschauen, obgleich natürlich hier, wie gesagt, mit zwei Währungspaaren. Und insofern der kanadische Dollar hier auch im Blickpunkt interessanterweise. Einmal Euro Cut, ein mögliches Short Setup und einmal Cut Schwarzer Franken mit einem möglichen Long Setup. Also hier sozusagen auch korrelationstechnisch ganz, ganz interessant. Und ja, wenn der kanadische Dollar stärker wird, rein technisch gesehen, spricht man auch von einer gewissen ja, Stärke beim Ölpreis. Ob es so kommt, wir werden sehen. Hier diese zwei Währungspaare betrachte ich jetzt mal unabhängig vom Ölpreis, vielmehr eben rein unter dem saisonalen Aspekt. Eurocut, wir sehen es ganz kurz hier schon mal in der Vorschau, mit Blick auf die ja, Vorausschau der kommenden 18 Tage, scheint sich hier doch ein düsteres Bild anzudeuten. Wir haben also hier Druck auf der Oberseite. Es deutet sich hier eine Schwäche an, rein saisonal betrachtet. Und wir gehen mal kurz aufs Öl, einfach nur um den Gegensatz mal hier im WTI sozusagen zu vermessen. Ja, unspannend. Kommt eigentlich hier insofern nicht wirklich noch ein Bias dazu, der hier einen steigenden Ölpreis begünstigt, der wiederum hier dem kanadischen Dollar durchaus auch zuspielen könnte. Letztlich, Euro sieht wie gesagt ein Stück weit angeschlagen aus hier im saisonalen Chart. Wie sieht es anhand des Tagescharts aus? Und darauf wollen wir jetzt mal blicken. Hier erstmal der Verlauf. Wir sahen hier eine Bodenbildung um 1,39 und insbesondere starkes Momentum vom Ende des Februars ausgehend bis in den März hier hinein. Doch was haben wir jetzt hier an saisonalen Rahmenbedingungen? Hier 20.03. Darum soll es heute gehen mit dem kanadischen Dollar. Ein möglicher Short Bias mit Blick auf die kommenden 15 Handelstage. Und wenn wir uns mal die Rahmendaten anschauen, dann sieht das eigentlich mal gar nicht schlecht aus. Vor dem Hintergrund, dass wir hier eine Trefferquote von ja, 77% haben, während der letzten 22 Handelsjahre 17 Erfolge feiern durften, beziehungsweise vielmehr das Währungspaar. Und das ergibt summa summarum hier eine Equity-Kurve, die sich sehr, sehr anständig lesen lässt und dann sozusagen auch hier ja, darstellt, dass es grundsätzlich einiges an Chancen auf der Südseite gibt, rein saisonal betrachtet. Letztes Jahr, 2016. Hier eine ja, kaum nennenswerte Veränderung sehen wir auch anhand dieser Seitwärtsphase, die sich hier aufbot. Das letzte Verlustjahr war hier im Jahr 2012, allerdings auch sehr, sehr marginal. Also die Gewinner obliegen hier ganz klar im positiven Sinne. Und es lässt sich hier ein durchschnittlicher Gewinn von 231 Pips ableiten. Und dies eben vom Zeitraum heute Daily Close, 20.03. bis zum 11.04. Sieht, Moment, bis zum 10.04. Hier haben wir es, Euro gegenüber kanadischen Dollar, 20.03. bis zum 10.04. Das schauen wir uns jetzt mal im Chart an. Also wie gesagt, heute hier sozusagen Ausgangsbasis, 10.04. wäre hier. So. Und wenn wir uns den Chart jetzt anschauen, wir sehen heute eine Erholungsbewegung. Und ja, jetzt kann man sagen, gut, grundsätzlich wirkt das hier bullisch in meinen Augen, gerade wegen der jüngsten Bewegung, die allerdings auch sehr, sehr steil daherkam. Wenn man aber genau in den Chart schaut, sieht man auch hier so eine Art eine, ja, Widerstandsline, die sich hier genau in diesem Bereich erstreckt. Man hat hier einen Spike gesehen 2009, dann hier das Ganze nochmal 2009, im September 2016, 09 eben, und hier Oktober 2016, dann gab es hier nochmal so Rückläuferversuche. Also das Preislevel scheint ganz interessant und zuletzt hier am 10. und 11., beziehungsweise 10. und 13.3. gab es dann nochmal einen Touch dieses Levels. Unterhalb dessen wirkt es also interessant und insofern wollen wir das mal jetzt noch ein Stück weit genauer unter die Lupe nehmen. Wo haben wir den Chart? Da ist er. Also durchschnittlicher Verlust 102 Pips gegenüber 231 Profit Pips auf der Oberseite. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und wenn man dann hier von den 102 Pips mal ausgeht, von diesem Level, wenn wir heute eine weitere Erholung sehen, wäre praktisch hier bei 102 Pips sozusagen das statistische Level erreicht. Ich mache es mal so in den Chart rein, wie wir hier die Rahmenparameter haben. Oh, ein Stück höher. So. Gut, das sind 104, macht jetzt aber den Brei nicht dick. Und 231 auf der Südseite.
Gut, wir werden sehen, wie die Kerze heute noch endet. Kann wie gesagt ein Stück weit höher laufen oder tiefer, aber jetzt mal hier symbolisch anhand dieses Widerstandscluster auf horizontaler Ebene mal skizziert, was es hier für Chance-Risiko-Verhältnisse gibt. Das sieht wie gesagt ganz spannend aus. Das wäre im Prinzip mal hier der Bias. Wenn wir hier noch ein Stück hochlaufen, wäre das sozusagen die zu erwartende Bewegungsrichtung. Rein saisonal, wie gesagt, sehr, sehr interessant. Blauer Pfeil, schwupp. Haben wir das schon erledigt. Stopptechnisch, wie gesagt, 102 Pips oder 104 in dem Fall jetzt ein Stück weit die grenzwertige Situation. Ich würde es vielleicht sogar noch ein bisschen weiter treiben und würde den Stopp hier über 1,45 setzen wollen. Also ein Stück weit höher als das Level, was wir hier praktisch auf der Oberseite sehen. 145,30 etwa könnte man immer noch hernehmen und stellt auch hier einen interessanten Bias dar. Also im Einklang der Saisonalität passt das ganz gut. Statistisch wie gesagt auch auswertbar und insofern Eurocut möglicherweise Short bis in den April hinein. Cut schwarzer Franken. Next Pair gehen wir hier auf den Tagesschart. Auch hier ganz kurz den Seasonal mal hier von einem anderen Tool abgeleitet. Sehen wir hier gerade starkes Momentum bis Ende März hinein, dann so ein Stück weit seitwärts. Aber saisonal deutet sich hier anhand Auswertungsprozedere von heute ausgehend Daily Close, wie gesagt, zwischen 22, 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit hier praktisch den Entry gezogen. Ergibt sich hier bis zum 13.04. ein positiver Bias, der in der Vergangenheit, und auch hier rufen wir mal den Chart auf, in einem ähnlichen Verhältnis performte wie hier der Euro gegenüber dem kanadischen Dollar. Ja, hier Euro-Cut, sehen Sie es. Und jetzt haben wir den Cut schwarzer Franken. Gleiche Trefferquote, über 77%, 22 Gewinner, 22 Trades und davon 17 Gewinner. 5 Verlierer, ähnlicher Bias. Fahren wir hier runter. Die Equity-Kurve sieht sogar zuletzt noch ein Stück weit besser aus. Ja, also hier sukzessive nach oben. Gab auch im letzten Jahr einen deutlicheren Gewinner. Interessant hierbei die zwei letzten Verlustjahre 2012, 2013. Die einzigsten sozusagen, die hier in den letzten Jahren auftraten. Wenn man ein Stück weit zurückscrollt, muss man schon fast hier zum Millennium Schrägstrich in die 90er zurück mit den letzten Verlusten. Das sieht eben ganz, ganz interessant aus. Durchschnittlicher Gewinn 170 Pips gegenüber 77 Pips auf der Verlustseite. Der Chart hier eben aber auch ganz interessant, weil wir hier an einem Support-Level sind. Jetzt lassen wir mal, hoppala, den Chart mal einladen. Wo ist er da? Nochmal Reload, guck mal. Wo ist gerade schwarzer Franken? Da ist er. So. Okay, wir haben also hier eine Unterstützungszone, die lässt sich ausmachen. Da bewegt sich das Pair aktuell. Sieht ganz spannend aus. Grüne Zone, also hier ein Stück weit in Range. So. Und von diesem Level ausgehend wird wie gesagt ein Long Bias erwartet. 77 Pips auf der Südseite, theoretisches Verlustpotenzial. Das muss man auch sagen, wenn man sich den Chart anschaut. Moment, wir machen erstmal 13.11 hier hin. 13.04. So, jetzt gehen wir mal hier rüber. Das wäre das mögliche Risiko. Ja, und auf der Oberseite hier die Chance von 170 Pips rund. Das sieht schon mal sehr, sehr interessant aus. Ein Stück höher. So, haben wir das im Prinzip hier mal skizziert. Ein Stück weiter rüber. So. Gut, da hätten wir die Rahmenparameter dazu. Sieht wie gesagt sehr, sehr spannend aus. Cut Schweizer Franken, 170 Oberseite durchschnittlicher Gewinn, durchschnittlicher Verlust 77 Pips. Haben wir praktisch hier genauso im Chart skizziert. Und auch vom aktuellen Unterstützungslevel ausgehend sieht das interessant aus. Ja, saisonal wie gesagt kurzfristig auch hoch bullisch. Wobei hier eben gesagt werden muss, es darf oder sollte hier nicht tunlichst unter das Level von 0,74 gehen. Also dann muss man schon sagen, 0,74 oder eben auch 0,4. 70, 50 schon per Daily Close wäre hier eine Gefahr. Andernfalls sieht das technisch, wie gesagt, sehr, sehr interessant aus. Sowohl technisch als auch saisonal, sodass wir hier durchaus einen positiven Bias auf der Oberseite fahren könnten. Cut Schweizer Franken. Sehr, sehr interessant, meine lieben Zuschauer. Wie gesagt, heute mal wieder mit saisonalen Setups. Auf jeden Fall einen Blick wert, wie ich finde. Und Sie sollten auf jeden Fall auch einen Blick auf den richtigen Broker werfen. Insofern JFD Brokers. Hier nochmal der Hinweis zum Abschluss. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen erfolgreichen Handelstag, eine erfolgreiche Handelswoche, wenn ihr mögt. Wir haben diese Woche noch einige Webinare auf der Agenda. Und ja, der Börsentag München steht vor der Tür am Wochenende. Wer mag, kann mich treffen. Einfach eine E-Mail an den Support schreiben. Support@jfdbrokers.de.
Und dann kann man hier durchaus auch ein Meeting in München sozusagen einberaumen. Ich wünsche Ihnen, wie gesagt, eine gute Zeit. Und wenn ihr mögt, hört ihr uns schon morgen wieder, uns im Sinne von JFD und mir. Ich wünsche, wie gesagt, viel Erfolg, auf bald, euer Chris Kämmerer und tschüss.